da wird der Oli Chiro Drop, Leute. Ich sehe ihn schon. Ich sehe den Oli Chiro Drop schon vor mir. Weil ich nächste Runde Sniper und Dings ziehe, werde ich es probieren. Sniper und Brewmaster. Lass mal Trost diesmal liegen. Trost hat mich zu enttäuscht. Hast du eigentlich eine feste Strategie, ab wann du auf 50 Gold gehst? Nö, fest würde ich nicht sagen. Kommt immer auf die Situation drauf an. Aber normal gehe ich auf 50 Gold so schnell, wie es irgendwie möglich ist. 50 Gold ist schon wichtig übers Spiel hinaus. Ja. Muss Chiro ein Pool sein für einen Panda-Drop? Nee, aber ich würde gerne Early Chiro halt gedroppt bekommen. Deswegen würde ich dann... My quiver and bow are Wenn ich halt Sniper und Chiro gleich stelle, habe ich eine gute Chance auf einen Chiro Drop, weil Sniper halt Scharfschütze ist, ein Dwarf ist, meine ich. Das ist so der Gedanke damit. Ich dachte, die Pro-Gamer haben da eine Runde X, wo sie sparen. Na, ich glaube, Pro-Gamer ist einfach Leben in der Lage, wie Fritz Meinecke sagen würde. Immer auf die Situation halt angepasst, ein bisschen spielen. Deswegen bin ich auch kein Pro-Gamer. Ja, klar, wenn man noch eine Streak hat oder so stärker werden kann. Was schreibt der Ruski hier rein? Je nachdem, klar, wenn man eine Streak hat, kann man auch eher mal nochmal reinleveln vorher oder irgendwas wie Roden, um die Streak zu halten. Sonst halt immer so schnell wie möglich auf 50 Gold. Aber es gibt auch manchmal, so zum Beispiel Runde 11, gehe ich oft auf Level 6 schon, obwohl das manchmal gar nicht nötig wäre. Ice is nice. Der hat Hallo geschrieben. Ah, okay. Dazu sage ich nur Hallo zurück. Auf Deutsch aber. Eyes up and shields front. Das war mein Timber, soll es irgendwie ein bisschen Bailey. Ist irgendwie ein bisschen Bailey. Zwei Timber schmackhaft. Ja, so richtig schmackhaft ist es eigentlich nicht. Alter, das könnte wieder eine Faces-Runde werden, wenn ich das so sehe. Zwei Timbersaw, zwei Tinies, schon Mars. Righteous! I'm Rizrak. Don't touch. I'm Rizrak. We did it, Little Rock! Das ist schon eher schmackhaft. Ein Vierer Beast im Roll. Ich weiß gar nicht, ob ich Vierer Beast spielen will, ehrlich gesagt. Ich gehe gerade eher Richtung Humans. Ich tendiere gerade eher Richtung Humans zu stellen. Oder sollen wir Vierer Beast spielen? Wir hatten gerade eben eine Beast-Runde schon. Wir hatten gerade eben schon Beast. Menschen-OP. Ja, die Humans wären schon nice, die jetzt schon mitzunehmen, mal early. Und sind noch starke Einheiten einfach, ne? So ein Liken und so ein Omni-Knight ist nicht bad. Alter, richtig windig bei mir. Soll ich mir Faces offen halten? Schöne Knight-Runde, Paul. Ja, Knights ist halt so eine Geschichte. Bei Knights kann ich dir Geschichten erzählen aus dem Paulaner Garten, die glaubst du gar nicht. Wir könnten halt Knights aufbauen, uns, mit den Chaos Knights auch, und können dann nachher auf Dragon switchen.
Dann sollen wir uns vielleicht die Dings, die Knights basteln nebenher. Lass mal nicht auf Faces gehen. Faces hatten wir jetzt schon. Knight in blackest armor. Tun wir uns mal Humans aufbauen mit Knights oder so ein Schmuh. Ja, echt schade, dass Knights nicht mehr so stark sind. Ich hab's ja auch immer gern gespielt. No grave for you. Mal ihn schon mal mit. Vielleicht können wir ihn nachher nochmal stellen. Die Randoms ziehen halt die Ränge wieder runter. Es gibt Techies, Chiro, Disruptor, das wäre eine recht gute Runde. Den Tata kann man durch Medusa ersetzen, Enigma fehlt mir ein bisschen und Quop, aber ansonsten. Von 9 geht ab. Maschine. Ganz viel reinen Schaden hier. Techies ist auch reiner Schaden, oder ja? Krass, wie schwach so ein Timbersaw. Sag ich Techies, Timbersaw mache ich natürlich. Ja, wie schwach so ein Timbersaw Early inzwischen geworden ist. Das war nur ein Gag, glaube ich. Ja, Abaddon kann ich mir jetzt aber gerade noch nicht leisten. Aber danke für den Hinweis. Ich würde der im Zweifel löschen dafür. Vielleicht kann ich mir so kaufen. Das müssen wir zum Beispiel eigentlich gewinnen. Von der Ork und Kriegerbonus, wir haben Knight Bonus, wir haben den Level 2 hier noch. Ja, gegen ihn ist Timo so halt stark, weil er halt durch die Rüstung durchgeht. Und Domina genauso. Hallo, Dave, moin. Ich habe gar nicht den Roller mit Assassin gar nicht mitbekommen, ob irgendwie Assassin am Start waren. Aber eigentlich finde ich es gerade ganz cool, dass wir Humans hier mitnehmen können, mal wieder seit langem. Mal wieder Dreier Humans zumindest richtig early am Start. Human Dragon Mage Runde wäre halt cool. Weil es auch Shakiro gibt. Die Legion ist größer als du. Dann brauche ich dich auch nicht. Also, ich brauche trotzdem noch für Dinger. Nevermind. Vierer Knights wären auch eine Option, aber würde ich erst beim nächsten Level stellen. Ja, aber ich kann die Humans nicht runterstellen und ich kann auch nicht in Level 2 runterstellen für 4er Knights. Aber prinzipiell habt ihr recht, dass ich 4er Knights hätte. Hier verliere ich nämlich zum Beispiel Ehe. Komm, einmal noch Ulden, dann sind die zwei noch weg. Ja, ist okay. Mega Kill. Der Schmutzplay. Der Runde 8 ist schon frech. Ich weiß nicht, wie gar nicht wissen, wie lange er den schon hat. Hochgelevelt. When you play with Lena, Alter, die Humans kommen aber auch grad. Ja, oder ein Kunker oder ein Kottel. Aber ich glaube halt, dass die Humans, die Zahl, das hat die 6. Humans, die bringen halt nicht mehr safe, du musst halt einen Human überleben. Das ist halt das Schlechte daran.
Komm, Ulti noch einmal, das könnte noch so viel killen. Oh Mann, da wären glaube ich zwei weg gewesen. Vielleicht sogar der noch, aber der glaube ich ja nicht, hat hier oben und unten. Der oben und unten. Ja, für Mage wäre es nice. Die Leechen tun sich nicht mehr kombinieren. Das bringt leider nichts. Die Giz hat noch Knight. Ich hoffe, wir gewinnen das, aber normal müssten wir. Ja, die Humans waren schon relativ OP vorne, aber jetzt sind sie halt fast zu schwach und spielt sie auch fast nicht mehr. Aber ich will jetzt nicht zu sehr down machen, weil Humans sind da trotzdem noch interessant, aber es war schon wichtig, dass sie genervt worden sind. Die waren schon slightly zu strong. Hat ja gefühlt auch, gefühlt haben die fünf Leute in der Runde gespielt. Zwischenzeitlich. Ich weiß auch nicht, auf was ich nachher switch. Lass mal hier rein, vielleicht hielt sie sich genug hoch. Mana sehe ich eher auf dem Liken im Moment. Ja, also ich fand schon, dass die Humans waren schon strong, also finde ich schon auch. Upgrades ich halt kurz bevor, aber ich ziehe halt keinen gerade fertig. Drei Knight Upgrades allein. Wenn jetzt alle drei Knights kommen, wäre das natürlich angenehm. Okay. Dann probiere ich es jetzt aber. Streak. Oh ja, komm, jetzt gegen Reg, um gleich mal die Bücher uns zu gönnen. Ja, keine Schnitt, ich hab nur Level 1. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht großartig schwächer, weil der Timber soll von auch nicht so viel gerissen. Ja, jetzt wäre die Crown of Portal geil, das ist richtig. Ich hoffe gerade, dass ich einen Kunker oder sowas ziehe. Dann könnte ich switchen. Mega Kill. Oder ein Dragon Knight. Also irgendwas, wo ich in der Möglichkeit habe, ihn rauszulöschen. Ich glaube, ich lösche ein paar Knights aber weg, weil Full Knights will ich eh nicht gehen. Und da sind die Bücher übrigens. Nehme ich mal einen hier raus. Das ist schon mal lecker. Allein dafür hat es sich gelohnt. Die Frage ist nur, wie wir es jetzt schaffen, die Runde irgendwie stark zu werden. Man könnte sich relativ schnell am Push schon mal orientieren. Hallo Chase, servus. Also Level 8 sind wir ja schnell. Einmal reinpushen für Level Dings und dann nochmal pushen quasi mit den Büchern.
Runde 15 wird es eh hart, sonst. Ja, aber es ist auch wieder die Geschichte, dass ich es halt schon cool fände, halt zu versuchen, wenigstens ein paar Level, also Level 11, 12 zu werden, weil ich halt, ich spiele ja nicht immer nur auf Sieg komplett, ich spiele auch einfach darauf, dass ich halt coole Runden zusammen bekomme, unter anderem deswegen. In the service of Salamene. Dabei, was willst du machen? Ich weiß nicht, ob die den Schnitte haben, ehrlich gesagt, wahrscheinlich eher nicht. Ja, das war, ich hatte auch schon Games, da hatte ich auch richtig fett Bücher. Ich hoffe, es noch mal auf Lina und Kopf lassen zusammen, vielleicht. Ja, keine Schnitte. Ich werde lieber doch noch mal ein Nightmare reinstellen sollen. Also wenn ich mir überlege, ich habe heute, glaube ich, gefühlt, ich habe keine einzige Wolfrunde heute geholt. Keine einzige, glaube ich. Ich glaube, ich habe heute keine einzige Runde mit den Scheißwölfen geschafft. Righteous. Ich benutze die Bücher auf jeden Fall eh fürs nächste Level, dann kann ich schon mal die Queen nutzen. Doch, die letzte habe ich geholt sogar. Nach der Runde haben wir Vierer Knights stehen dann. Kottl können wir gleich noch umtauschen, aber gegen ihn wäre es eh dümmer gewesen sogar, weil Kottl eh stirbt. Aber sein Feld ist mir eigentlich eh egal. When the time is right, we will strike. Hallo Theodor, morgen. Gehen wir nochmal kurz weg. Ich bin nicht mehr da. Ich glaube, Fotos auf Late Game, Monkey King, bla bla, hier von Robert. Boah, sehe ich mich eher nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe mich dabei, so einen Shakiro zum Beispiel schon mal zu ziehen, den kann man ja mal mitnehmen.
So, Shakiro. Guess we better. Yep. Gut, Alberto aus dem Chat. Sorry, ich habe alles schon vor, ich habe alles schon nebenher im Chat gelesen, wollte ich alles mal vorlesen einfach. Frank, sehe ich dich. Ja, mal schauen, ob ich jetzt nochmal einen Switch hinbekomme. Die Humans sind halt echt auch eigentlich fast zu schwach, um die zu spielen. Also jetzt schon ein paar coole Taktiken, die halt fast unspielbar gemacht worden sind. Weil ich hätte so viele Bücher jetzt mehr, wenn ich auch so Bücher bekomme, dann wäre ich jetzt schon locker Level 9. Also ich muss halt die Siege holen. Ich wäre sogar schon wahrscheinlich fast Level 10 wahrscheinlich. Doch, auf Dragons sehe ich mich auf jeden. Time to shove off. Ja, alles gut, Robert. Ich meine es nie böse, ne? Ich meine es nie böse, wenn ich hier meine kleinen Witzchen mache. Keine Sorge. Ein Shakiro oder nicht, halt ein Schnitt, aber der Kotlein schafft es. Oh, die schaffen das vielleicht. Die schaffen es, nice. Die schmecken nochmal. Ja, wir sollten uns auch nicht mehr zu sehr auf das. Wir sollten uns nochmal drauf konzentrieren. Eieiei. I ride with the light. The Stormcrafter comes. Dich brauche ich nicht. Das könnte natürlich auch ein Mage-Switch werden, harter noch. Wobei wir keine Razors haben. Ich glaube, da wäre sogar ein Omni-Knight besser gewesen. Jetzt haben wir erstmal die Leches vor den Drachen. Vielleicht hätte ich einen Omni lieber stellen sollen. Ich glaube, der Schwarze macht ja gar nicht viel. Beides war doch für beide, wenn er seine Ult schafft. Der schafft es aber nicht. Jetzt ist Eis gebraucht. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ich hasse momentan diese Runden. Ja, was? Ich lad mich durch. Ich habe 47% und keine Economy-Melle. Ich lad mich gar nicht durch. When you play with Lena, wenn ich das aber schon anhören muss, könnte ich wieder ausrasten. Wobei, ich will das Raptor mehr. Items brauchst du nicht mit Dranger, die Economy fehlt mir halt wieder hart, dadurch, dass ich die Runden alle so verkackt habe. Nochmal so eine Runde für nochmal ein paar Bücher wäre halt schon cool. Ich kann die Bücher auf jeden Fall schon mal vorlesen. Nice. Schmeckt. Wenn wir den Kottel noch hochziehen, Leute. Ja, wobei, haben wir Bock auf Dragons die Runde oder haben wir Bock auf Mages? I bring the spark of death. Leute, ich mach das. Ich will stark sein. Ich will noch ein, zwei Runden. Und ich will die Humans noch eine Weile spielen. Vielleicht kann ich damit echt noch eine Weile die Humans dann durchzocken. Bevor ich auf Dragons switch. Beim nächsten Level könnte ich noch irgendwie Mage stellen, was ganz cool wäre. Ich brauche nur noch einen Winterweifen oder sowas. Komm, lass Kopf überleben, Alter.
Static Storm! Ja, das kann Leech schaffen. Ja, das sind wieder die Bücher, die hätte ich ohne das Eier nicht bekommen. Safe nicht. Dazu. Wir gehen nicht auf das, dann kann ich dich rausnehmen. Also halt uns, die zwei würde ich für Mages im Zweifel rausnehmen, für Full Mages gleich. Jetzt sparen wir nochmal hoch. Und nehmen wir alle Dragons und Mages mal erstmal mit, bis wir auf Gold gehen können. Dass so eine Crystal Maiden ein richtig fettes Upgrade wäre. Weil uns fehlt halt Arschmana in dem Team im Moment. Ich finde Kappa Smiley schon geil, ehrlich gesagt. Ich bin großer Kappa Smiley Fan. Alter, diese Kinder, ne? Ich habe ja nichts gegen Kinder, aber ich hasse sie manchmal. Ich bin gerade wenigstens froh, dass ich noch echt ein paar Mal den Human Bonus echt losen konnte. Das freut mich gerade hart. Also Level haben wir ordentlich bekommen. Und dann ist auch, wir haben jetzt auch nicht Mage-Schar noch im Team. Wir holen gerade echt jede Runde, zwar relativ close dann doch. Ist nochmal lecker. Das wäre natürlich nochmal richtig awesome. Okay, macht nix. Let it burn. Bücher sind mein Echo-Moment. Ja, das kann gut sein, dass die Bücher gerade echt mein Echo sind. Ich glaube sogar, wir können gleich nochmal richtig mit den Dreier-Dragons nochmal, vielleicht die, wir können sogar Dreier-Dragons vielleicht gleich spielen und trotzdem Humans drauflassen. Has been fulfilled. Time for a nap. Klar, dass ich es vorher nicht mitgenommen habe, ich drüber nachgedacht. Kinder nerven extrem und sinnig angebracht. Finde ich auch eine gute Aussage. Ich glaube, die Aufstellung lasse ich sogar so. Weil wir können das noch switchen. Es schmeckt doch gerade, was hier alles passiert.
Um dich zu ärgern, sind die geschlossen, nur. Meinst du echt? Alter, was hat er denn schon alles hier gezogen in Legendaries? Was sag ich? Vor allem ich sag das, what the fuck? Ui, jetzt passieren wir mal ordentlich gegen Ratchet Green. Ei! Das macht gar keinen Spaß. Durchputtern. Weil der Kotler erstmal rauskommt. Stop it. Triple kill. Nice. Triple kill. Lantern Smurf oder so. Get your rotors running! The Stormcrafter comes. Enchanted, I'm sure. Wie blöd, da krass, jetzt in den ganzen Wurf nichts kam. Ich habe voll die Frechheit. Behold the scourge of Icerac. Das Verteilen wäre gar nicht sinnvoll gewesen. Okay, die Runde ist glaube ich trotzdem, wie es aussieht. Ja, okay. War easy. Er baut wieder nicht Kaya, ne, er baut wieder einen anderen Scheiß. Wieso baut der Degen nicht? Ich hasse das. Ich da gleich wieder Dings draus. Triple kill.
Ratchet einfach auf K. Einfach mal auf K gehen, kann man auch mal machen. Rings, dann später noch alle. Du bist ein Upgrade sowieso. Ich muss noch eine Visage mitnehmen, die habe ich bestimmt schon 100 Mal übersehen. Lass mich raten. Behold my beauty! No soul may elude my gaze. Weil Robert den Schneesturm pierst, okay. Stand it! Triple kill! Ich finde, er scheint kein guter Gegner für uns zu sein mit seinem scheiß Assassins gerade. Aber das können wir gleich noch ändern. Kann ich das Mani noch irgendwo sinnvoll verwenden? Und das Disruptor oder sinnvoll leer zumindest. Der Titan ist unbrauchbar. Ich komme halt unbrauchbar, finde ich aber hart. Ja, würde ich so sagen. Also Techies und Chiro sind welche der wichtigsten. Disruptor ist halt gegen manche Jungen, das kommt aus den Gegner an, würde ich jetzt wieder sagen. Disruptor ist schon auch nice gegen gewisse Gegner. Stop it! Storm!
Ja, vielleicht verzichte ich auf den Titan einfach. Ja, wenn Robert es schon so sehr sich wünscht, verzichten wir mal auf Elder Titan Man. Sven oder Medusa noch rein? Sven, Dusa, Medusa. Medusa, okay, Medusa gewinnt das Battle, Leute. Da ist Elder Titan 2, Monkey King 2, Charocopter 2, hat seinen Rachel gezogen. Ich finde es nice, dass ich hier mit dem Kotl noch den Mage-Bonus und dann die Items noch verarbeiten kann mitnehmen. Hätte Sven genommen. Ich brauche eher CC, Damage habe ich. Ich kann jetzt halt gerade eh nichts ziehen. Ich mach nochmal 2k Schaden. Aber Schaden habe ich schon ordentlich. Da hat Robert schon recht, dass ich viel Schaden habe. Kajao umschiften nachher. Zu wem umschiften? Hallo Somebody for Soccer, guten Tag. Also Techies regelt relativ gut gegen Pindle hier in der Backline. Ich bin froh, wenn Pindle raus ist, dann kann ich Techies nach vorne stellen. Das war natürlich nochmal richtig Wurf. Jetzt brauche ich ihn auf jeden Fall noch an der Stelle. Rachel Green gewinnt mal gegen mich. Kann ich jetzt theoretisch nochmal gegen Pindle spielen? Oder ist es jetzt random? Eigentlich, ich glaube, es ist immer noch nicht, es ist nicht random, ne? Auf Chairo. Bei dem raus ist reinfolgen. Und ich weiß nicht, ob ich einen zweiten Chairo oder zweiten Tag ist, weil ich mir gerade unentschlossen, Leute. Oh, Visage kann man noch auf 2 vielleicht mitnehmen zwischenzeitlich. Aber hier ist ganz gut vorne, mal ein bisschen Schaden liegen zu haben. Jetzt könnte mir vielleicht Pindle raus, was ganz nice wäre. Nochmal überleben, das Tumor, Pindle ist raus, so jetzt können wir alles nach vorne packen, was Schaden macht. Ich weiß nicht, ob wir die Medusa nochmal brauchen. Ich glaube, Medusa brauchen wir gar nicht mehr. Aber schlecht wäre es halt auch nicht. Aber sowas wie Chiron so doppelt zu stellen, macht halt auch Spaß dann. Ich weiß, es runde Dings, aber ich sogar ein bisschen Schiss gegen die, wenn ich Weil wenn ich Medusa jetzt noch hochlevel, habe ich auch Ding, habe ich auch wieder einen Platz frei für Medusa gleich. Wenn ich jetzt noch den Shakiro hochlevel. Ja, Retro hat schon hart. Ein hartes Team auch bestimmt. Dieser den Schamanen sehr gut. Shocking. My quest has been fulfilled. Time for a nap. Oh, den Dragon hat nochmal, damit der noch was reißen kann. Dann auch noch einen Dagen jetzt irgendwie versuchen können, aber ich will die Asgardi behalten. Ne? Ich will, dass der Drink quer über den. Ja, das passt. Ja, das Team ist schon ordentlich gerade, muss ich sagen.
4 Legis auf 2, nochmal ein Einzel-Techies dazu. Starten Dragon Knight. Sein Dragon Knight ist halt, sein Team ist halt auch brutal vom Jan. Die sind alle stark, die ganzen Teams sind gerade strong. Und mein zweiter Techies wäre natürlich ganz nett. Das sind alles knappe Runden. So kann ich aufstellungstechnisch noch irgendwas schlauer machen. Weiß ich nicht. Eigentlich nicht, oder? Ich switch die zweimal noch. Der Titan 3 haben wir jetzt noch am Start hier. Ich gegen Erdteilen. Okay, ich spiele gegen Erdteilen 3 jetzt. Bin ich gespannt. Er hat auch ein brutales Team, muss man auch sagen. Ich spiele auch ein brutales Team einfach. Sogar noch. Wegen den Techies, der will ihn nach vorne setzen, meine Frontline. Und nach hinten setzen. Oh, Jan kassiert. Okay, hat sich damit eh erledigt. Wollte ich nicht drüber nachdenken. GG, krasse Dragon-Runde, aber wäre nochmal eng geworden. Hätte ich Techies noch bekommen hier irgendwo? Und na, der wäre Chavo gewesen. Ah, da wird Visage. Visage 2 hat alles geändert, Alter. GG, Leute, ja, GG. War eine nice Runde auf jeden Fall. Hat wieder Spaß gemacht.